bin nicht tief genug in die Atmosphäre eingetaucht. Wir haben jetzt einmal kurz eine Runde durch die Atmosphäre gemacht und wurden kurz langsamer. Aber ja, wir treten jetzt gleich wieder aus der Atmosphäre raus. Das heißt also, wir machen hier mehrere Runden. Da ist unsere Kapsel. Wir steigen wieder und jetzt sind wir auch schon aus der Atmosphäre wieder raus. Ja, Mensch. Da würde ich doch mal sagen, wir machen hierher Vorspulen. Huiuiuiui. Und da hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir wundervolle Effekte haben werden für die Selbstausrichtung dieser Kapsel. Unser kleines Venuszäpfchen. So. Dann, ja, eine Runde durch. Wir haben einen super großen Akku. Einfach aus dem Grund. Oder was heißt aus dem Grund? Wir haben einen super großen Akku mitgebracht, weil ist besser. So, hier fliegen wir über Wolken. Das sieht so cool aus, wenn man die Bewegung der Wolken tatsächlich sieht. Sehen wir wieder, dass der Ablator hier verbraucht wird und Charred Ablator, also quasi verkohltes Material auf dem Hitzeschild zunimmt. Dieses verkohlte Material ist halt das, was uns eigentlich vor der Hitze isoliert. Das heißt also, ja, ich habe, glaube ich, Hitzeschilde schon ein paar Mal genauer erklärt. So, wir verbrauchen jetzt auf jeden Fall Ablator und werden langsamer. Und ich weiß nicht, also jetzt kommen wir zum niedrigsten. Ja, wir steigen schon wieder auf. Wir bremsen zwar immer noch ab, aber wir steigen schon wieder auf und wir haben nur ein klein wenig mehr Geschwindigkeit verloren und haben unseren Orbit gesenkt. Ich glaube, dieses sanfte Eintreten, was wir hier gerade machen, ist zu unserem Vorteil. Ich glaube, das kann gar nicht schlecht sein. Wo ist denn mein anderer? Okay, meine Sonde, den habe ich schon weit hinter mir zurückgelassen. Jetzt nach meiner zweiten Runde. Wir sind verbunden mit Satelliten. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber ich glaube, der Satellit ist sehr gut positioniert für unseren... diese Satelliten sind alle gut positioniert für, wenn wir wieder eintreten. Wenn wir noch eine Runde gemacht haben. So, da sind wir nämlich jetzt gleich aus der Atmosphäre wieder raus. Haben ein bisschen Geschwindigkeit verloren im Gegensatz zu eben und müssen nochmal eine Runde machen. Tja. Auf jeden Fall haben wir die Venus Atmospheric Science, haben wir hingekriegt. Und dann machen wir doch mal hierher vorspulen. Machen noch eine Runde und wir haben noch genug Akku. Und da taumeln wir nochmal in Richtung Venus Atmosphäre. So, jetzt gucken wir mal, ob unterhalb der... Ja, da unten. Chommy, das war kein Dreck. Da an der Sonne direkt sieht man Merkur. Bisschen mehr im Hellen, habe ich fast den Eindruck. Naja, aber ja, unser Periapsis liegt ja jetzt auch niedriger. Das heißt, wir treten natürlich jetzt wieder ein bisschen anders ein. Vierfache Zeitbeschleunigung und wir sehen den dritten Sonnenuntergang. Wie wir hier durch die Atmosphäre durchballern. Und im Moment gewinnen wir noch Geschwindigkeit. Aber gleich sollten wir dahin kommen, dass wir wieder ein bisschen von der Atmosphäre gebremst werden. Ja, das ist jetzt der Fall. Wir verlieren Geschwindigkeit. Wir bremsen jetzt weiter. Wir verlieren jetzt weiterhin Geschwindigkeit. Aber noch eine Runde. Fürchte ich. Ja, noch eine Runde. Aber danach, das wird die letzte Runde sein. Danach werden wir eintreten. Wobei, vielleicht kommen wir so weit runter, dass wir... Ja, jetzt wird die Periapsis niedriger. Das ist jetzt eventuell ein Problem, dass unsere Periapsis jetzt absinkt, bevor wir weit genug aus der Atmosphäre wieder rauskommen, dass der Wiedereintritt doch etwas harscher wird als gewünscht. Weil wir sind jetzt immer noch relativ tief. Unsere Periapsis sinkt weiter auf 106, 105. Ich glaube, wir haben 100 Kilometer gemacht, aber die Apoapsis ist bei 280. Also das sollte unser... Wir hatten beim letzten Mal auch noch ungefähr die Hälfte vom Ablator über. Das heißt, ich glaube, diese viele Male durchfliegen wird dazu geführt haben, dass wir am Ende doch eine vernünftige und erfolgreiche Landung hinlegen.
Und Gott sei Dank landen wir auf Venus und nicht auf Merkur. Auf Venus, na gut, Merkur hat keine Atmosphäre, da wäre das ein bisschen schwer, in der Atmosphäre zu bremsen. Und da wären auch Fallschirme irgendwie das Falsche. Aber Merkur ist tidally locked. Das heißt also, der hat seine Rotation an die Sonne angepasst. Der hat eine sonnenbeschienene Seite und eine dunkle Seite. Da würden unsere Solarzellen nicht so richtig was bringen. Aber auf Merkur bringen Solarzellen eh nichts, weil Merkur zu heiß ist, als dass Solarzellen dort funktionieren würden. Ja, wir sind jetzt gleich aus der Atmosphäre raus. Und 90 Kilometer. Wir haben ja Zeit, genau. Also 90 könnte vielleicht sein, dass dieser, der letzte Eintritt, die letzte Runde vielleicht dann doch ein bisschen doll wird. Wir werden sehen. Aber wir haben noch genug Ablator übrig. Vielleicht müssen wir doch ein bisschen mehr RCS investieren, bevor wir vernünftig landen können. So, wir sind raus. Dann würde ich sagen, wir werden auf jeden Fall eher im Hellen eintreten. Das ist schön. Also, ja, das ist schön. Das heißt, wir machen mal hierher vorspulen. Und ja, und der Akku ist noch ausreichend voll. Und wir sind jetzt direkt hier vor. Und wir machen mal weiter. Und da sind wir wieder am Eintreten. Deutlich. Ja, die Sonne steht hoch am Himmel. Das heißt also, wir werden jetzt ein gutes Stück im Hellen hier durch die Atmosphäre durchzischen und hoffentlich uns dann auch rechtzeitig mit dem Heat Shield ausrichten. Aber dafür haben wir ja die Fairing hinten dran und da sehen wir schon, dass die langsam anfängt sich auszu... Nee, hab mir das nur eingebildet, dass ich sehe, wie wir sehen, dass sich die Kapsel ausrichtet. Bei Venus hat man doch auch eher starke Bewölkung. Bringen dort die Solarzellen was? Sah auf den alten Fotos doch sehr düster aus. Ja, ich fürchte, dass... Also auf der Venus ist es auch zu heiß, als dass Solarzellen funktionieren würden. Aber das hier ist Kerbal Space Program. Da ist das alles nicht so realistisch. Und da haben wir tatsächlich auf der Oberfläche von Venus, können wir Solarzellen benutzen. Gott sei Dank. Ansonsten wüsste ich nicht, wie ich die ganzen Experimente, die ich da mitnehme, stromtechnisch betreiben soll. Also, ja, aber im wahren Leben Solarzellen, selbst wenn man welche mitnehmen würde, würden die vielleicht Strom erzeugen, aber sie würden, weil die Oberflächentemperatur so 450 Grad ist, würden sie halt nicht funktionieren. Die Halbleiterfunktion wäre weg, sie wären schlicht zu heiß und da würde kein Strom rauskommen. Das ist halt so ein bisschen das Problem. So, wir taumeln und werden langsam langsamer und jetzt richten wir uns auch, oh ja, und jetzt hat auch die Kamera gewackelt, das heißt wir sind noch nicht ganz suborbital, aber jetzt im Prinzip schon suborbital. So, wir machen mal Höhe über Grund. Oh, wir sind gerade oh ja, und jetzt sind wir suborbital und da war etwas zu sehen von Überhitzung. Ich mache mal auf, ganz kurz war da irgendwas von Überhitzung zu sehen. Wir brauchen die Fairing hier hinten dran noch, um uns vernünftig auszurichten. Ja, hier, da ist etwas von Überhitzung zu sehen. Ich mache mal F11. Ja, wir werden schon derbe überhitzt, aber ja, die Fairing geht kurz quasi in den Luftstrom und dann taumelt die ganze Kapsel wieder zurück und hält den Hitzeschild in die richtige Richtung. Das heißt also, es funktioniert so, wie wir uns das gedacht haben. Gott sei Dank. Und wenn wir dann tatsächlich abgebremst haben, dann mache ich nochmal F5. Damit wir quasi einen Safe State haben, bevor wir den Fallschirm ziehen, weil der Sache traue ich nämlich auch nicht. So, was haben wir hier oben? Auftrag abgeschlossen. Schon wieder? Venus Atmospheric Probe. Hatte ich nicht. Atmospheric Science und Atmospheric Probe habe ich beide angenommen. Science Probe und Atmospheric Probe habe ich beide angenommen. Wir haben jetzt sehr viel Geld bekommen. Das ist sehr schön.
So, und wir bremsen jetzt ab und verbrauchen dabei relativ viel Ablator. Und jetzt haben wir tatsächlich auch wieder Eintrittseffekte. Sehr cool. Ja, wir treten jetzt nicht in der Simulation, sondern wirklich in die Atmosphäre der Venus ein. Juhu. Und während wir das hier alles machen, forscht, wird zu Hause an Kapseln für die Mondlandung weiter geforscht. Wir haben sehr, sehr viel Wissenschaft eingeheimst. Wir sind bei 4,5 Millionen. Meine Fresse. Und ja, ich habe jetzt keinen Time Warp drin, ne? Das hier ist wieder Eintrittsheftigkeit. Guck mal, wir sind 87 Kilometer über Grund und die Atmosphäre ist so dicht, dass wir mit 8G abgebremst werden. Ja. Und da haben wir jetzt auch das Schlimmste überstanden. Das war super. Wir kommen auf der Tagseite runter. Jawohl. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass unsere vielen, dass wir mehrfach durch die Atmosphäre durchwandern, dass das dazu führt, dass wir unsere Umlaufbahn so drehen, dass wir jetzt an der beleuchteten Seite runterkommen. Cool. Ja, das drückt einen in den Sessel, genau. Jetzt sind wir schon runter auf 6G. Wir werden weiter langsamer. 5G. Und wenn das jetzt gleich weniger wird. Ja, wir halten quasi 75 Kilometer über der Oberfläche, halten wir fast schon an, könnte man sagen. Ja, und der Fallschirm ist jetzt auch auf der richtigen Geschwindigkeit und wir fallen in die Atmosphäre der Venus. Fairing absprengen. Oh. Da ist sie. Unser Venuslander, unsere Sonde. Wir fallen so langsam, dass wir in der Atmosphäre sehr, sehr viele Wissenschaftspunkte auch sammeln. Und wir sollten Verbindung haben. Zu welchem Satelliten haben wir Verbindung? Okay, das ist eine sehr, sehr knappe Angelegenheit. Hier zu diesem einen Satelliten, der hier lang kreist, haben wir so gerade eine Blickverbindung, sodass wir unsere Daten, die wir haben, vom Abstieg durch die Atmosphäre der Venus senden können. Die Bilder, die wir aufnehmen, bevor wir gleich in die Wolken kommen. Den Sensor angucken. Wir sind bei 371 Kelvin. Das ist jetzt noch nicht wahnsinnig heiß, aber schon unangenehm für Menschen. Ja, also nicht ganz 100 Grad Celsius. Und das in 57 Kilometern Höhe. Wenn wir uns jetzt den Luftdruck angucken. Ups, das wollte ich nicht. Luftdruck. Sensoren. Da sind wir bei 26 Kilopascal. Das ist noch relativ wenig. Aber schon ein sehr hoher Druck im Vergleich zur Erde. So, 7,7 Bar, Temperatur 200 Grad Celsius. Wir nähern uns in 8 Atmosphären. Also 8 Bar. Jo, 8 Bar überschritten. Kilometer Höhe. Über Grund. Der Druck ist bei 11 Bar. Ja, 11 Bar. Wir sind bei 504 Kelvin. Ja, 250 Grad Celsius. Genau, ich erinnere mich. Der kleine Fallschirm hier war sehr, sehr lustig drauf. Genau. Ein sehr kleiner Fallschirm.
So, und der kleine Fallschirm geht dann bei 3000 auf, der große bei 1000 Meter über Grund. Und das sollte uns dann sicher auf den Boden landen lassen mit einer sanften Geschwindigkeit. Wie schnell sollte der Satellit bei der Landung sein, fragt Muku. Der sollte so 5-6 Meter pro Sekunde haben. 5-6 Meter pro Sekunde ist, glaube ich, etwas, wo du eine Vernunft, wo du einigermaßen okay aufsetzt. Aber naja, überlegst dir halt, ne? 5-6 Meter pro Sekunde mal 3,6 ist das in kmh, also sagen wir also, ja, ne, irgendwie 22 kmh vor eine Betonmauer zu fahren, ist halt schon ein ordentlicher Rüttler. Aber das hält ein Satellit aus. Viel schneller sollte es nicht sein. Weil der Boden gibt ja nicht nach. Kein Stück. So, keine Simulation, sondern wir landen tatsächlich. Und ich mache mal für die letzten paar hundert Meter wieder physikalischen Time Warp. Und dann werden wir auf der Venus landen. Alles Eigenkreation hier. Keine Anleitung gefolgt, sondern wie ich gemeint habe, wie man sowas zusammenbaut. Das ist, das erfüllt mich mit großer Zufriedenheit. Das ist schön langsam. Da sollten wir dann auch nicht. Beim Marslander hatten wir das Problem, dass wir mit relativ hoher Geschwindigkeit und dann abprallen und aufs Dach gedreht werden und sowas. Hier ist die Geschwindigkeit so niedrig und es sollte auch. Sieht auch aus, als ob es relativ flach ist da unten, dass wir dann nicht umfallen. Weil, wenn wir umfallen, haben wir keine Chance, uns wieder aufzurichten. Auf der Venusoberfläche hat es angeblich knapp 90 Bar. Ja, okay. Wir sind bei 75 Bar. Sagt unser 76 Bar, sagt unser Drucksensor. Ja. Die bei von Real Scale Solar System bemühen sich da um eine sehr realistische Darstellung. Und wir sind. Ja, wir sind aber auch auf einem Berg gelandet. Das heißt, wir sind also nicht bei normal Null. Und jetzt kommen wir runter. Und da sind wir gelandet! Jawohl! Wir sind auf der Marsoberfläche gelandet, abgefahren und die Wissenschaft läuft und wir rutschen. Und wir fahren mal die Solarmodule aus. So. Das sollte dazu beitragen, also wir verbrauchen im Moment auch ein bisschen von unserem Akku, aber wir haben so viel Akku, das sollte alles gehen. Und jetzt machen wir Surface Analysis. Ist ein bisschen. Ist, ja, klippt ein bisschen durch den Boden. So ist das halt. Und da hat er eine Probe genommen. Und wir gleiten so ein bisschen. Ja, aber das ist nichts, was ich tun kann. So hat sich etwas auf den Solarzellen gespiegelt. Das sieht cool aus. Und ja. Das ist Venus. Wir sind auf Venus gelandet und Wissenschaft läuft. Und was sagt unsere... was sagt Venus Landing? Mars. Venus Atmosphere Probe. Venus Landing. Transmit Science Data from the Surface. Ah, das haben wir noch nicht gemacht. Da müssen wir erst eine Verbindung zu einem Satelliten haben. Da machen wir mal ein bisschen vorspulen. Ich gehe nochmal zurück auf die Oberfläche. Wenn wir vorspulen, dann rutscht er nicht mehr. Das ist schön. Dann machen wir mal ein bisschen vorspulen, bis hier ein Satellit in Reichweite kommt. Kommt der hier in Reichweite? Ja! Der kam dann in Reichweite. Das hier ist unser Mutterschiff. Da kann unsere kleine Antenne Verbindung zu aufbauen. Und dann senden wir jetzt gerade unglaubliche Wissenschaftsdaten runter zu
runter auf die Erde und wir rutschen wieder leicht. Und ja, wir verbrauchen noch Strom, weil diese ganzen Sachen hier... Nee, das wartet. Hier, ungültige Situation. Okay, aber Magnetic Scan und Massenspektrometrie läuft und liefert Daten. Und wir haben Auftrag abgeschlossen. Venus Landing. Wir haben sehr viel Wissen. Wir haben sehr viel Wissenschaftspunkte gesammelt. Wir sind bei... Ja, fast 1800, aber das wird wahrscheinlich auch noch mehr, weil längst nicht alle Experimente durch sind. Oberflächenprobe. Surface Analysis und Oberflächenprobe ist gestoppt. Warum ist sie gestoppt? Die müsste jetzt laufen, wenn ich nochmal... Ich glaube, ich muss beide Knöpfe machen. So oft habe ich das Ding noch nicht benutzt. Aber es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ob dann jetzt noch mehr Sachen passieren? Ja, genau, da läuft noch irgendwas und da kriegen wir dann auch nochmal in 4 Minuten nochmal irgendwelche Daten, die weggeschickt werden können. Schön! Was ist da oben? Achso, da ist der Fallschirm einfach nur offen. Genau, da sind die Dinge. Im Moment verbrauchen wir noch Strom, aber wenn die ganzen Experimente abgeschlossen sind, dann hat sich das geändert. Wir haben im Moment noch Verbindung. Ja. Während der hier vorbeifliegt, haben wir Verbindung. Da wird dann auch noch mehr Daten reinkommen. Ja, Dankeschön. Teilapplaus. Ja. Ach Gott, das muss ich auch mal alles fixen. Wir sind auf der Venusoberfläche gelandet. Das ist ganz wundervoll. Ich bin sehr zufrieden. So, und dann können wir jetzt auch mal zum die Weltraumzentrum zurückgehen. So, wir haben Upgrade-Punkte. Wir haben 24. 24 Upgrade-Punkte. Wir machen mal viel in die Forschung. 4 in die Forschung und Life Support und Lunar Orbiter Capsules und so. Ja, da sind wir dann fast mit durch. Und ein bisschen was in die Building Queue. Großartig. Wir haben super viele Wissenschaftspunkte gekriegt und wir haben super viel Geld gekriegt. Damit können wir das Research and Development Center upgraden. Also wir könnten jetzt die 4 Millionen ausgeben, um mehr, um Technologie zu erforschen, die 200 Wissenschaftspunkte kostet. Und das machen wir jetzt auch. 4 Millionen ausgegeben, um das abzugraden. Und kann ich hier eigentlich die Ortungsstation auch upgraden? Oh nee, kann ich nicht. Da muss ich mal gerade gucken, dass... Vergesse ich auch immer, dass man hier in die Deep Space Communication Sachen reingehen muss und dann sagen, hier Tracking Station Research Unlock, das einmal kaufen und Comtech Level 6 kaufen und Parabolic Antenna. Ah, das ist die nächste Antenne. Wir müssen diese beiden Technologien kaufen, damit quasi die nächste Technologie für die Antennen gekauft ist. Und dann können wir jetzt noch viel, jetzt unser Deep Space Network noch viel mächtiger. Und wenn wir das haben, dann sollten wir draußen die Schüssel auch updaten können. Ah, es kostet 1 Million. Ah, das required High Data Rate Communications. Okay, aber wir haben auf jeden Fall die Technologie gekauft, dass wir noch bessere Sonden bauen können, die ganz weit raus ins Sonnensystem fliegen können. Aber wir wollen ja auf dem Mond landen und wollen da alles dran setzen, dass wir das demnächst hinkriegen. Ich mach mal hier wieder Tag. Wir waren müssen jetzt hier nicht im Dunkeln sein. Vorspulen abgebrochen, irgendwas, oh, Massenspektroskopie vom Venus Lander hat uns gerade Wissenschaftspunkte beschert und Upgrade-Punkte, also stecken wir 6 Upgrade-Punkte einfach in die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist wild am Wissenschaft machen, Lunar Orbiter Capsules und Life Support. Ja, und wir bauen weiter einen Mars Lander. Und Transfer, der ist in 4 Tagen fertig, aber unser Launch Window ist in 278 Tagen erst.
Und noch ein zweiter Venusländer, wo ein Venus-Launch-Window ist, ist in 390 Tagen. Wir haben einen Saturn-Flyby in 868 Tagen. Den habe ich mir noch. Der ist noch in unserer Alarmliste. Aber ja, dann würde ich jetzt mal sagen, Live-Support dauert noch 8 Tage. Wir spulen jetzt erstmal vor zu dem nächsten Marsländer. Da haben wir ein Startfenster. Ja, mir ist es egal, ob der unser Lander auf der Venusoberfläche bald keinen Strom mehr hat. Er hat das getan, was er sollte. Er hat uns Geld und Wissenschaftspunkte beschert. Das ist abgefahren. Und das nächste ist... Ah ne, Marslander ist... Braucht noch 26 Sekunden. So, jetzt ist er fertig. Marslander, den müssen wir ausrollen in 274 Tagen. Wie lange braucht der? Der braucht 23 Tage zum Ausrollen. Unser Startfenster ist in 274 Tagen. Sagen wir 23, 30. Also sagen wir 24 Tage. 274 minus 24 sind 250 Tage. Das heißt, ich möchte also einen Alarm machen in 250 Tagen und der Alarm heißt Marsländer ausrollen. Add Alarm. So. Dann haben wir etwas, was uns daran erinnert, dass wir den Marsländer zur richtigen Zeit ausrollen. Und ja. Gut. Tech. Müssen wir jetzt mal gerade gucken. Life Support und Lunar Orbiter Capsules. Das braucht noch 21 Tage. Und da würde ich jetzt erstmal quasi vorspulen. Einmal zu dem Life Support und dann... Na? Irgendwas hat keinen Strom mehr. Jetzt haben wir schon wieder von irgendwas Wissenschaftspunkte gekriegt. Ich würde sagen von der Venusoberfläche. Alles in die Wissenschaft stecken. Und jetzt Lunar Orbiter Capsules für 21 Tage. Einmal dahin warpen. Nochmal warpen. Und da haben wir diese Sachen erforscht. Schön. Wir können mal gerade nochmal in die Wissenschaft reingucken. Wir haben hier oben die Mature Capsules und so. Das kommt alles noch. Okay. Dann brauchen wir Solid Rocket Motors, wahrscheinlich nicht. Die Wissenschaft, Deep Space Science Experiments haben wir beendet. Das hier ist jetzt das nächste, was wir erforschen für Basic Life Support and ISRU. Das, denke ich, brauchen wir auch für die Mondgeschichte und dann wahrscheinlich noch das ein oder andere von den Antrieben hier. Lunar Landing und Improved Landing Engines und Advanced Uncrewed Landing, also Lunar Landing und Improved Landing Engines, ist wahrscheinlich etwas, was wir brauchen. Und da haben wir auch einen Rover mit bei. Oh, Hallöchen. Also Improved Landing Engines möchte ich nach oben ziehen in der Tech Tree. Improved Landing Engines. Improved Landing Engines. Improved Landing Engines. Ja. Improved Landing Engines ist jetzt weiter oben. Das dauert alles noch, bis das erforscht ist, aber wir haben jetzt das Wichtigste getan und gucken uns das jetzt mal an, wie das in der Fahrzeugfabrik aussieht.